Hallo, Servus und willkommen zurück zu A New Beginning. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört, haben uns zu jedem was sagen lassen und gehen jetzt einfach weiter. Nette Kostüme, aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht? In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie bitte? Wir wollten die Fehler, die die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. Also an seiner Stelle würde ich jetzt einfach behaupten, die hat eine Schraube locker. So. Faye? Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an. Lass die Scherze. Wir sind da. Woran erkennst du das ohne... Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Sag Hallo zum Jahr 2050. Wenn wir uns nicht vertan haben. Dann Hallo 2050. Hallo 2050. Kaum vorstellbar, nicht? Wir sind wirklich in der Vergangenheit. Wow. Man kann ja den Himmel sehen. Und die Luft atmen. Igitt, die Luft schmeckt seltsam. Bleiern. Okay, irgendwie habe ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Ich mir auch. Irgendwie hatte ich mir die goldene Vorzeit anders vorgestellt. Nicht so schmutzig. Hoffentlich sind die anderen Teams nicht auch auf einer Müllkippe gelandet. So, wir sollten gleich loslegen. Seit wann bist du so pflichtbewusst, Faye? Hat dich der Zeitsprung verändert? Aber du hast recht. Bau schon mal die Zeitfunkantenne auf. Ich schaue mich so lange um. Nigel? Was ist denn noch? Was soll ich genau machen? Oh, die Zeitfunkantenne aufstellen natürlich. Hast du bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Die Antenne liegt im Staufach der Kapsel. Eine Anleitung sollte es da auch geben. Ich hätte damals wirklich nicht schwänzen sollen. Gibt es noch etwas, das du wissen willst? Wieso machst du das denn nicht? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du den Zeitfunk aufbaust? Du wurdest ausgebildet, das Zeitfunkgerät zu bedienen, nicht ich. Sonst noch was? Wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Wir suchen die politischen Führer, stellen sie zur Rede und überzeugen sie, vernünftiger mit unserem Planeten umzugehen. Das ist der Plan? Das ist der Plan, ja. Wieso? Klar, würde auch so funktionieren. Funktioniert ja auch heute schon super. Klingt ein wenig naiv. Es geht um das Überleben der Menschheit. Um die Zukunft des ganzen Planeten. Natürlich werden sie uns zuhören. Ist sonst noch was? Nö. Nichts. Bis später. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erstmal zu, Bent. Absurd. Ich sollte also die Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. Okay. Die soll hier irgendwo drin sein. So, was haben wir denn hier? Da ist die Klappe. Armaturen. Falsche Taste. Ansehen. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Ja, zurückkommen wäre nicht schlecht, oder? Überprüfen wir mal. Täterkontrolle, check. Atomofen, check. Hüllenintegrität, check. Okay. Nicht ohne Nigel. Wohin sollte ich auch springen? Über die Klippe. Atomofen. Uhu. Das ist der Atomofen. Das Herzstück der Zeitkapsel. So schön direkt am Rücken. Boah, ist bestimmt toll. Die Versiegelung scheint zu halten. Gut so. Ja, ich halte auch beim Atomofen die Hand dran und gucke, ob die Versiegelung hält.
Ich kann den Reaktor nicht so kurz nach einem Zeitsprung öffnen. Die automatische Versiegelung lässt das nicht zu, was auch ganz gut so ist. Die Gefahr, verstrahlt zu werden, ist zu groß. So, was haben wir hier? Zylinder. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Der ist nach mir benannt. Juhu! Ich weiß davon halt nur nichts, aber okay. Ja, überprüfen wir den mal. Von außen sieht er unbeschädigt aus. Dann ziehen wir mal raus. Der Ladezustand ist sehr niedrig. Ungefähr 15%. So, der Svensson. Das ist der Svensson. Er erzeugt Bioenergie aus Blaualgen. Oh, größer als ich dachte. Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so ein Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. Tja. In 500 Jahren ist wahrscheinlich etwas die mehr Kontrollen möglich. Die sind alle im normalen Bereich. So. Nehmen. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Ach so, dann nimm die Zeitkapsel mit. Den Svensson erst fest. Okay. Jetzt lassen wir den einfach draußen. Das ist selbe Zylinder wie der andere. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein mit dieser Technik. Okay, ist dasselbe. Dann gehen wir an die Klappe. Die Klappe zur Ladefläche. Da wollen wir dran. Koffer. Die Zeitfunkantenne. Platzsparend verpackt und in all ihre Komponenten zerlegt. Wuhu, nehmen wir mit. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Klappe wieder schließen. Ordnung ist das halbe Leben. So. Stahlträger. Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Ist trotzdem ein Stahlträger. Jawohl, auf allen Vieren. Das kann doch nicht. Ja. Die ganze Stadt ist zerstört. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Ja, total arrogant. Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ich kann da doch nicht einfach hinschwimmen. Warum nicht? Okay. Dann haben wir noch das Plateau. Mal sehen. Glatter Untergrund, nahe der Zeitkapsel, frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Okay, aber ich glaube, die haben sich was anderes erhofft. Ich glaube, wir sind etwas zu spät. Mit 2050. So, aber wir bauen jetzt erstmal die Antenne auf. Na, dann wollen wir mal. Okay, alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Dann. Die Anleitung. Auf dem Koffer geklebt. So muss es also aussehen. Dann machen wir den Koffer mal auf. So, der Fuß. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Dann schauen wir mal. Einfach. Okay. Dann ist das die Antenne. Da fehlt das wohl. So. Aber die war länger. So. Dann. Nein, das passt hier nicht. Irgendwo gehört's dran. Okay. Das Tischstück gehe ich mal von aus. Hier. Ein Knopf. So. Was haben wir denn hier noch? Okay.
Stellen wir uns erstmal hin. So. Da kommen die Kabel dran. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Rest auch noch rauslegen können. Ja. Einfach aufs Plateau legen. Dann können wir den Koffer nämlich wieder schließen. So, die Kabel gehen an das Teil. Das kommt hier dran. Nein, das passt hier nicht. Ah, okay, da dran. An die Kabelbuchse. So, jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Okay, wie soll ich das jetzt erkennen? So. Das sollen... Ich habe doch nur... 2, 4, 6. Hier sind aber 18. Dann hängen wir mal eins dran. Okay, der hat... Ach, das ist eine Taste. Ah, okay. Der erzeugt drei Felder. Und jetzt sollen wir einfach... Falter, da wollen wir hin. Das Bild erzeugen. Die einen habe ich. Jetzt nehmen wir mal den nächsten. Gucken jetzt mal da. Und das passt noch. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch hier unten die drei. So. Mal gucken, nehmen wir einfach mal einen. Tada! Damit haben wir alle abgespeist. Also müsste doch auch... Ja, müsste ja dann theoretisch die anderen drei passen. Gehen wir davon aus, das funktioniert nur in eine Richtung. So, die Tasten. Die drei. Okay, kommt die Linie quere. Dann drücken wir auf mal den blinkenden roten Knopf. Es passt. So, fertig. So, was haben wir jetzt hier? Ein Messer? Das Messer habe ich immer dabei. Man weiß ja nie. Ist vernünftig. So, Zeitfunkgerät. Das ist mein Zeitfunkgerät. Sobald die Zeitfunkantenne steht, erreiche ich hiermit die anderen Teams. Okay, sie steht. Seltsam. Da rührt sich nichts. Es scheint keine Energie zu bekommen. No. Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha. Da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Na toll. Jetzt reist man schon mal 450 Jahre in die Vergangenheit und hat vergessen, die Batterie zu laden. Gibt's doch gar nicht. Wie geht es mit der Antenne voran? Miguel. Ganz San Francisco ist zerstört. Ganz San Francisco ist zerstört. Ich weiß. Aber die Mission. Wir können sie nicht beenden, wenn... Ich weiß. Es tut mir leid. Wir werden schon einen Weg finden. Aber dazu brauchen wir Kontakt mit den anderen Teams. Wie weit bist du mit der Antenne? Die Antenne ist aufgebaut. Die Antenne ist aufgebaut. Was jetzt? Du musst dein Zeitfunkgerät mit der Antenne synchronisieren. Und wenn das keinen Strom hat? Hast du etwa vergessen, es aufzuladen? Nein. Das war nur eine hypothetische Frage. Dann mach ich gleich weiter. Das wollte ich gerade auch vorschlagen. Wieso geht die durch die Tür? Ist ein Riesenloch in der Wand. Das muss ich nicht verstehen. So. Das Einzige, wo wir Strom herkriegen, ist bestimmt hier. So. Da lächelt mich doch schon was an. Also, nehmen wir diese Batterie und hauen die einfach mal. Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's. Ich brauche die Energie. Genau. Einfach reinhalten. Das klang nicht so gut.
Scheiße. Sieht nicht gut aus. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen. Davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Die Alge, die die Brennstoffzellen mit Wasserstoff versorgt, ist eingegangen. Nigel wird mir den Kopf abreißen. Zu Recht. Nein, da geht gar nichts mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Taktik B. Ignorieren und abstreiten. Das war schon so. So, jetzt sollen wir die synchronisieren. Aber erstmal die Batterie prüfen. Ja, jetzt hat sie wieder ihren optimalen Ladezustand. So hält sie etwa einen Monat. Okay, immerhin. Also die kommt wieder ins Zeitfunkgerät. Ja, jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Ging ich jetzt auch von aus. So, dann. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Faye. Hört ihr mich? Zeitteam hören? Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine Nein, dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo, hallo. Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo, Quadi. Faye? Faye? Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein. Nein. Nein, bitte, bitte nicht. Okay. Wir haben wohl Verbindung zu... zu einem Team. Super. Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Dina? 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 Dina, so melde dich doch. Oh nein. Okay, London ist abgesoffen. Und das Team hat sich gerade wohl verabschiedet. Und ihm geht's jetzt auch nicht prall. Faye! Wir haben uns berechnet! 2050 ist zu spät! Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten! Wir sind mittendrin! Ich wiederhole! Wir sind... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Voll ins Gesicht. Boah, wenigstens hat der nicht gelitten. So, da ist noch einer auf dem... Den nehmen wir jetzt mit. Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Okay, der ist in der Eiszeit gelandet. Okay, da bricht der Vulkan aus. So, Sydney brennt. Das ist Wüste. Ah, okay, da ist noch eins aufgegangen. Hallo? Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann hören, liegt an dieser Strahlung. Es ist das Kraftwerk, hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Faye. Ich... Sadi, empfängst du mich noch? Bleib bitte dran, ich... Sie sind alle tot. Echt? Ein paar haben wir ja noch nicht erreicht. Aber natürlich, na, wahrscheinlich Atomkraftwerk.
So. Die Verbindung zur Antenne ist hergestellt. Ja, es läuft, aber es ist niemand mehr da, um zu funken. Hm. Moment mal. Was ist das? Dieses Bild zeigt die Brücke, die ich vom Plateau aus gesehen habe. Das muss das zweite Team in San Francisco sein. Ich stehe noch auf dem Plateau. Ja. Das muss eine riesige Metropole gewesen sein. Ob es noch Überlebende gibt? Und du meinst die? Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ich kann da doch nicht einfach hinschwimmen. Zu der Brücke müssen wir aber... Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Ja, okay. Also versuchen wir das andere Team zu finden. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier runter. Elegant. So. Und weiter geht's. Nanu? Nigel? Nigel! Seltsam. Ich such besser nach ihm. Nigel, wo bist du? So. Ah! Nigel? Ich habe ihn gefunden. Faye! Warte, ich komme zu dir. Ah! Ja. Verdammt! Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel. Da ist Wasser. So. So eine trübe Brühe. Was haben wir denn noch? So, die Leiter. Irgend so ein alter Federmechanismus hat die Leiter wieder nach oben gezogen. Haltet durch, Nigel. Ich lass mir etwas einfallen. Springen. Keine Chance. Hast du denn nicht mal versucht? Zu hoch. So, was ist da? Die Wäscheleine? Eine Nylonschnur. Reißfest. Nein, unzerreißbar. Aber auch schnittfest. Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Ja, nachdem es durchgeschnitten hat, würde ich das auch sagen. Können wir im Wasser schwimmen? Ich kann leider nicht schwimmen. Wieso haben Sie es nicht gelernt? Wir leben unter der Erde. Ich musste es nie lernen. So, so. Okay. Also bleibt nur der Weg durchs Haus. So. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein, doch nicht. Versuchen wir sie zu öffnen. Verschlossen. Was auch sonst. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Die Tür bewegt sich kein Stück. Du hast es noch nicht mal versucht. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Okay. Standardausrede. Diese Tür hier hängt auffallend schief in den Angeln. Sieht auch ein bisschen beschädigt aus. Mal so nebenbei erwähnt. Hm. Dahinter ist es völlig still. Das sagt allerdings gar nichts. Auf dieser Seite der Tür ist es ja auch nicht anders. Da hat sie recht, da muss man... Verschlossen. Was auch sonst. Ja. So, was haben wir hier? Ah, Eisenstange. Hm. Diese Stange ist locker. Ich nehme sie mal mit. So. Verschlossen. Kann man mit der Eisenstange die jetzt aufbrechen? So, na, dann wollen wir mal. Geht das auch mit denen? Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von... Das hatte ich gerade auch nicht abgehalten. So, was haben wir denn hier? Schauen wir uns Tapete an. Merkwürdig. Da klebt viel Papier an der Wand. Das war mal so. Die Wand dahinter sieht auch nicht besser aus. Wie geht's? Die Wand hat hier Feuchtigkeit gezogen. Die Latten sind nass und morsch. Ja. Nicht mit bloßen Händen. Kann ich sonst irgendwas machen? Nein.
Sondern über die Eisenstange dafür. Es geht. Ich wusste, die Stange würde mir noch nützlich sein. Ja, genau. Also hoch da. So, Spind. Ein einfacher Spind. Dann öffne ihn nochmal. Könnte so etwas wie eine Schaufel sein. Alles mitnehmen. Die Seife nehme ich auch gleich mit. Und den Besen? Ich hoffe, der bricht nicht auseinander. Keine Ahnung. Aber einfach alles mitnehmen. Kids. In den Gläsern wächst etwas Pilzartiges und es riecht unangenehm. Delvin wäre begeistert. Bloß nicht, die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Interessantes Bild. So, den. Ein verdreckter Wagen, mit dem wohl unhandliche Gegenstände transportiert wurden. Tja, wenn man es halt nicht kennt. Nein, nur Müll. Nichts Nützliches dabei. So, noch irgendwas? Die Tür. Das ist die Tür zum Flur. Auch von dieser Seite. Fest verschlossen. Muss jetzt der ganze so, Schlick. Ich bin doch schon drin. Okay, dann gehen wir hier durch. Hier hoch kommen wir nicht. Aber vielleicht kriegen wir mit dem Besen. Der Besen ist tatsächlich lang genug. Gute Idee. So, und hoch. Was hat's mit dieser... Die Leuchtschrift ist durch das Nachbarhaus gekracht. Der Sturm muss entsetzlich gewesen sein. So, prüfen wir das Ding erstmal. Nicht gerade stabil. Noch hält es. Knapp. So. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe keinen Knopf. Nur eine zylindrische Halterung in der Mitte. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Ja, müssen wir erstmal was finden für. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Okay. Es sind doch so wenig übrig geblieben. Durchstöbern. Ein der L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Ja. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Okay. Der Schutthaufen. Ein riesiger Haufen Schutt versperrt den Durchgang. So ein Betonplatten. Wiegen ungefähr eine Tonne. Okay, dann nicht. Das Lesegerät. Irgendwelche Terminals. Aber ich sehe. Ja, okay, das können wir. Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete Straßenschlucht. Es gibt keine Griffe oder so. Ist aber völlig hilflos. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Okay, das haben wir schon alles. Nehmen wir mal das Lesegerät. Irgendwelche Terminals. Aber ich sehe. So. Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete... Es gibt keine Griffe. Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete... Da hinten ist leider gar nichts mehr zu entziffern. Dann gehen wir mal hier weiter. Nigel! Faye, komm nicht näher! Der Boden gibt nach! Ich suche ein Seil. Ich kann dich... Nein, Faye. Du musst... Hast du versucht, über das Geländer... Nein, Faye. Faye! Hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch... 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich habe... Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können, die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Ich verstehe nicht. Ich habe die Information in zwei Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn
Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams, sie sind alle tot. Reich mir deine Hand. Die Bakterie. Sie ist der Schlüssel. Haben wir auch noch Nigel verloren. Sie wollen mich wohl veralbern. Was? Es war schrecklich. Er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin weiß Gott kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt. Wir haben uns verletzt! 2050! Zu spät! Hallo? Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos. Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Ja, okay. Aber das Boot suchen wir in der nächsten Folge und bis dahin sage ich mal ciao, ciao.